Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Wir sind hier am Stand von TAKwerk und was habe ich hier entdeckt? Es gibt Neuheiten bei LMS Gear und zufälligerweise, ganz zufällig, steht hier auch der Onkel Joachim, der Designer von LMS Gear und der wird uns jetzt mal zeigen, was es Neues gibt. Ich stehe ein bisschen im Weg, glaube ich. So, Joachim, grüß dich erstmal. So, hallo, servus. Servus. Guten Tag. Zeig uns mal bitte, was du hier Neues hast. Ja, also, jetzt, was ganz neu auf den Markt kommt, ist unser erstes Hemd, made in Portugal, also zwei Taschen, ganz normal, eine geschlossene, wie es jedes Shirt hat, und eine zweite mit Stifthalterung, ganz normal, wird auch jedes herkömmliche Hemd haben, aber hier eine doppelt vernähte Öffnung, wo ich super Zigarettenschachteln, Kaugummi, Bonbons und was der Geier was reinkriegt, wie den Chestrick oder auch leichte Plattenträger anhabe oder einen Rucksack. Hier auf der Rückseite, nichts Besonderes, so auf den ersten Blick, dank des Karo-Musters, nichts Auffälliges, aber wenn man genauer hinsieht, sind hier zwei Einschubtaschen. Wenn man hier sieht, hier ist ein A15-Magazin. Wo man super konzentriert tragen kann. Wenn ich so unterwegs bin oder auf der Range, oft die Möglichkeit, ja, wo stecke ich die Brille hin, ja. Viele machen es so zwischen die Knopfleiste. Wir haben hier kleine Halterungen einbaut, kleine Schlaufen, wo ich meine Brille hier sicher kann. Hier am Ärmel. Das zweite neue Produkt, was jetzt kommen wird, ist eine Elastan-Denim. 1% Elastan, 99% Baumwolle in Grau. Also der Elastan-Anteil ist nicht zu brutal. 1%, oder? 1%, ja. Wie bei anderen Herstellern. Wie bei deinen alten Hosen auch. Genau. Sehr super. Ja. Und die Neuerung da ist, zwei Coin Pockets bei der klassischen Jeans auf einer Seite. Hier sind sie auf beide Seiten. Ja. Hat auch einen Grund, ich kann schneller Magazin zurückstecken. Sie sind dementsprechend tief. Glock 17 Magazin, fast locker aus Sig Sauer, Heckler und Koch, gar kein Problem. Ja. Das gleiche hier gibt es von anderen Herstellern bereits auch, aber wir haben die Front tiefer gesetzt, dass ich hier einfach besseren Zugriff habe und das Magazin verstauen kann. Genau das gleiche für kleine Folder. Zack, passt auch perfekt rein. Nach wie vor ist die Kante innen doppelt genäht, damit es zu keinen Beschädigungen kommt. Wie gesagt, zwei neue Cointaschen, zwei Fronttaschen. Ihr könnt regulär bis zu 4 Magazine transportieren. Im hinteren Bereich alles wie gehabt. Hier die oberen Taschen für A15 Magazine. iPhone 10, auch kein Problem. Und hier, wie der Martin schon mal vorgestellt hat, die Inserts für MP5 Magazine. Kommt die Hose auch in Denim? Also jetzt ist ja hier die graue Version. Genau, wird es in Blau genauso geben. Genau, okay. Hier ist jetzt das Insert, was ja schon vorgestellt worden ist. Hier rein, zack rüber. Ich blende euch einen Link unten ein. Und dann habe ich es hier drin. Und kann hier rausziehen. Ja. Aber es gibt noch eine Neuerung an dieser Hose, oder? Wenn ich mich recht entsinne, die der Herr Schorath vergessen hat. Da hast du recht, ja. Weil es ja verdeckt mit einem ist der geilsten Features. Und zwar komme ich jetzt in irgendeine Situation, wo irgendwas weggenommen wird, kann ich hier eben innen umdrehen. Gürtel wird ja meistens rausgezogen, wenn ich gefangen genommen werde, Handschellen vorne fest gehabt habe. Und hier habe ich vorne kleine Inserts für Handschellenschlüssel. Hier jetzt von ITS Tactical. Die passen hier super rein. Das sind einfach kleine Schlaufen für die Front und für hinten. Also habe ich vorne zwei oder nur einen? Nur eine. Also einseitig eine vorne und hinten in der Mitte. Hinten, ja. Alles klar. Ja, da wo es Sinn macht halt. Okay. Ja, super, Jockel. Super. Gefällt mir sehr gut, der neue Shit. Danke. Ja? Ja, hast du denn sonst noch irgendwas zu sagen? Bam! Und dann Vollgas. Ja, ich blende euch den Link zu TAKwerk unten ein. LMS gehen natürlich auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye. Leg los. Warte. 3, 2, 1. Penis, 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 jetzt. Leg los.